Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS17 Youngtimer Projekt. Hier auf der wunderbaren Hermannseck Map zusammen mit dem wunderbaren Werner und dem wunderbaren Randy von Burning Gamers und Sachsen. Let's play. Hallo. Mahlzeit. So, ich guck mal, wo ich die Ballen hinkippe. Ich würde sagen, hier vorne in die Halle. Da bin ich jetzt aber auch gespannt, wo du das hinmachst. Ja, wir hatten beim letzten Mal schon angeschnitten. Wir haben da noch ein Thema, Randy. Möchtest du mal kurz erklären, worum es da geht? Mal gucken, ob ich das alles hier zusammentragen kann. Also, der Konflikt heißt Unge versus Gronkh. Um was geht's dabei? Es geht um Unge und Gronkh. Der liebe Gronkh, ja, hat sich in einen Livestream vor seiner Urlaubsphase, die er jetzt gerade sich befindet, in seinem Livestream ein Reaction-Video von Unge angeschaut, also ein sogenanntes Gronkh reagiert auf Unge, reagiert auf Prank Bros Video, und hat sich darüber, nennen wir es mal, sehr, sehr stilvoll bzw. sehr sarkastisch drüber lustig gemacht, was denn React-Videos eigentlich für ein Müll sind. Ich denke mal, das kann man schon so sagen. Und Videos Müll sind, kann man so sagen, absolut. Ja. Na, obwohl, wie gesagt, der Gronkh hat dann ja nochmal so ein bisschen definiert, ne, so Game-Trailer und sowas, ne, das ist ja okay, haben wir ja auch gemacht, aber halt so sich einfach nur stumpf gute Videos von bekannten YouTubern anzuschauen, ist nein, im nein, Ende... Nein. Gut ist es auf keinen Fall. Oh, gut, also gut geklickte Videos von anderen YouTubern anschauen, ja. Da blöde Schweigen und drei Worte dazu sagen... Ist ja im Endeffekt, versteht er nicht, und ist ja, wenn du es so siehst, im Endeffekt nur Content-Klau. Ja, der liebe Unge hat natürlich nur das gemacht, was man so als Unge macht. In seinem Livestream hat er da ein erstes Statement dagegen gesetzt. Und beziehungsweise hat Unge reagiert auf Gronkh reagiert auf Unge reagiert auf Prank Bros dann im Endeffekt gemacht. Ich hoffe, alle sind noch im Bilde. Und hat dann halt solche Argumentationen vom Stapeln gelassen wie... War, der alte Mann versteht's nicht so frei nach dem Motto, und ja, Gronkh hat ja auch 1000 Folgen Minecraft gemacht. Was sind denn Let's Plays? Da reactet man ja auch nur auf das Spiel, was andere Hersteller dafür machen. Ja, das ist ja auch Content-Clown. Also, und Mimi saß daneben und war, man kann sagen, peinlich berührt. Ja, das fand ich auch interessant. Das war wirklich sehr interessant. Ja, also Mimi war daneben und war peinlich berührt. Das war das eine Ding. Aber ein Unge wäre ja nicht ein Unge, wenn ich nach sowas noch ein Video kommt. Und deswegen hat er noch ein Statement-Video auf seinem YouTube-Kanal gemacht, was natürlich nur smarte 26 Minuten geht. Weil man weiß, wenn man fast eine halbe Stunde lang braucht, um sich zu rechtfertigen, muss es eine gute Rechtfertigung sein. Da muss man sich schon angegriffen fühlen. Da muss man sich schon sehr drüber angegriffen fühlen. In dieses ganze Geschehen hat sich ein Kuchen-TV auch noch eingemischt und ein Montana Black hat sich da auch noch mit eingemischt. Genau, das ist auch noch. Jetzt bin ich raus. Aber im Endeffekt, so eine Klingern hat es halt wie üblich halt gemacht, hat berichtet, so frei nach dem Motto, aber ein Kuchen-TV hat natürlich seine gerufene Meinung nicht in der Welt posaunt. Und ein Montana Black hat sich auch dazu geäußert, und das war eher so, also Montana Black war so Mischmasch, ne, hätte nicht von Gronkh sein müssen, hätte nicht von Unge sein müssen. Und also das war übrigens noch das Video, was man sich am meisten hätte sparen können in der ganzen Sache von Montana Black. Das war ganz schwach. Ja, das war eher ein Livestream-Highlight-Zusammenschnitt von seinen Boys da. Und das Kuchen, ist egal, er hat's halt geäußert. Ja, ist richtig, und KuchenTV war eher so Anti-Gronkh, oder? Kurze Zwischenfrage, wo haben wir den Wender, und haben wir den schon gekauft oder soll ich den eben holen? Haben wir noch nicht gekauft, musst du bitte abholen und kaufen. Okay. Ja, und KuchenTV war eher so Anti-Gronkh und Beleidigung gegen Turbinator. Also das, was man von so einem KuchenTV dementsprechend auch erwartet. Ja, das, ich denke mal, habe ich jetzt gut in 4 Minuten 32 zusammengepackt, jetzt seid ihr dran. Ich fand es tatsächlich sehr krass, wie Unge gegen Turbinator geschossen hat. Das war schon... Das fand ich nicht mehr nett. Also der hat ja gegen Gronkh nicht so geschossen wie gegen Turbinator. Außer ich sehe das anders, weiß ich nicht. Wer, jetzt nochmal. Wie, wer? Unge
Ja, gegen? Hat er gegen Turbinator weit mehr geschossen als wie gegen Gronkh. Ja, warum wohl? Ja. Ja, also... Ich bin... Das Problem ist, ich bin bei dieser Sache zu 100... Oder sagen wir mal zu 98% bin ich auf Gronkhs Seite, was dieses Thema angeht, weil das ist einfach... Kannst du mir auch nicht mehr angucken. Es ist Content-Klau, es ist die Strategie, sich an den Titeln zu bedienen, anderer Leute. Es ist wirklich, der sitzt da wirklich minutenlang rum und sagt nichts. Und es ist das Ausnutzen eines sehr, sehr bekannten psychologischen Effekts. Name habe ich gerade, ist mir gerade gefallen, aber wenn du so ein Fanbase hast, ja, und hast so viele Zuschauer, dann wollen die sich immer in dem, was du tust, reflektieren und wiederfinden. Und da geht es nicht so sehr darum, welche Meinung du vertrittst, sondern dass du eine Meinung zu Sachen äußerst und das mit deinen Zuschauern gemeinsam erlebst, was sie auch tun. Das ist schon sehr, sehr geschickt. Also wenn man sich fragt, warum gucken das Leute, genau deshalb. Leute, die zum Beispiel einen Werner lieben für seine Videos und die Art, wie er die macht, die würden auch vom Werner ganz viele Videos gucken, wo er nur seine Meinung zu allen möglichen Dingen, auch alltäglichen, sagt, um sich nicht unbedingt mit dieser Meinung gemein zu tun, aber als Referenzquelle oder als, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. Und das nutzt er halt mit solchen Formaten aus. Also aus so nutzen im Sinne von, es ist halt so. Und deswegen funktioniert dieses Format erstmal. Und dann haben wir den Punkt Content-Klau ganz, das ist völlig indiskutabel, dass er einfach Content von anderen nimmt für sich selbst. Und sich selbst ohne wirkliche Eigenleistung. Das ist, was der labert, das ist ja auch teilweise wirklich relevanzbefreit. Wie nennt man das? Quatsch. Ja. Trifft am besten, ja. Ja, und das, ja. Weißt du, wenn ich mich frage, glaubst du, ist das irgendwie abgesprochen? Mit dem Rank Bros zum Beispiel? Nein. Glaube ich auch nicht, ne? Das Ding ist, warum es da noch nie großartige Schüsse zurück gab oder Claims oder sonst was. Im Endeffekt ist es ja für die Spinner auch Werbung. Irgendwo. Ja. Ne? Beziehungsweise es hat ja noch Vorteile. Deswegen wird jetzt so ein Unge reagiert auf Julian Bams Spam-Schule, whatever. Nichts dagegen unternehmen. Oder es gibt da solche Fälle wie zum Beispiel dieser YouTube-Kanal, der da so Tanzverbot, also der so, ich weiß jetzt nicht, wie das Ding ist, der da so Zusammenschnitte macht, so YouTube-Kacke-mäßig, aber halt auf einem neuen Niveau. Der profitiert natürlich davon, weil die Leute dann erstmal auf solche kleinen oder mittleren Kanäle aufmerksam werden. Ne, aber... Meinst du Galileo? Ne, den nicht, da gibt's einen anderen. Holy Schnitt heißt der. Ach, Holy Schnitt, genau. Ja, ja, ja. Genau. Der halt, ne, der ist ja da, ne, da bringt den Leuten das ja dementsprechend doch was und die Großen, denen ist das einfach nur egal. Weil es denen im Endeffekt auch Aufmerksamkeit bringt. Und das ist ja das, was sie am Ende halt wollen. Von daher, aber wenn da jetzt einer kommen würde und sagen würde, Junge, geht nicht und Strike ist raus, dann kann ein Herr Unge dagegen auch nichts machen. Außer natürlich ein 30-Minuten-Statement-Video hochladen und sagen, dass er das voll scheiße findet und seine Community zum Haten anstiftet. Aber das war's dann auch schon. Video-Länge und alles sieht man ja schon, das ist durch. Ne? Also der hat sich da wirklich... zu Recht getroffen gefühlt und ich finde es einfach unter aller Sau. Jemand, der Multimillionär ist, sollte so guckt ihr Julian Bam an und Co., sollte doch sein von Zuschauern gewonnenes, in Anführungszeichen, Vermögen dafür einsetzen, kreativen Content zu machen. Aber nicht sowas. Weißt du, was mich wundert? Warum Unge da dieses React-Video nicht von Gronkh nicht geclaimt hat? Oder Claim hat. Ich kann das ja nachgucken, ne, weil ich ja einen CMS-Zugang habe. Und hat er nicht gemacht, nee. Oh, warum das denn nicht? Hat er bei der Vergangenheit ja auch schon, ne? Also deswegen, er hat nochmal alles weggeclaimt, was irgendwie ja, gut. Gegen den Strich gegangen. Die Frage ist ja klar, warum Unge von Gronkh keine Videos claimt. Wenn er das machen würde, dann würde er ja... Das ist ja auch. Der hat ja behauptet, entschuldige, wenn ich ihn unterbrochen habe, der hat ja behauptet, Das ist ja so automatisch irgendwie für YouTube. Nein, das ist Bullshit, weil seine Claims waren immer manuell. Gelogen. Ja, und das finde ich auch frech. Und
Ansonsten würde er zugeben, wenn er sagt, es ist automatisch, dann würde er zugeben, dass er Gameplay ins Content-ID reinlädt, das ist nicht gestattet. Also, aus der Nummer kommt er, also gut, wenn man sich jetzt ein bisschen mit dem System auskennt, wie das funktioniert, wie erwarte ich natürlich nicht, dass ein normaler Zuschauer das durchblickt, ne? Aber ich kann nur sagen, ich weiß, wie das funktioniert, ich arbeite jeden Tag mit und diese Aussage ist Bullshit, um es mal ganz klar zu sagen. Das ist gelogen. Ja, da muss man sich überlegen, eine Person in der Öffentlichkeit steht, um sich selbst zu verteidigen, solche Lügen auftischt, sagt auch einiges aus, finde ich. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber es war mir gerade sehr, sehr wichtig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Unge früher sehr gerne geguckt, ne? Ja. Wirklich sehr gerne geguckt. War angenehmer Zeitvertreib mit den Projekten, die er da hatte. Aber seit er mit dieser Milch ist Gift-Geschichte angefangen hat, ist er bei mir komplett, also... Ja, eben, das waren ja Projekte. Das war ja sowas, ne? Ja. Also diese Milch ist Gift-Geschichte war im Endeffekt sein PR-Move. Um den Kanal wieder zu beleben. Hat 1A funktioniert, hat sich aber auch zum Vollidioten der Nation gemacht damit. Gut, bringt ihn trotzdem Geld, ohne Frage. Hat dadurch aber logischerweise auch viele Leute verloren. Aber alte Leute. Leid, ne? Der hängt jetzt damit drin und. Wer? Mimi. Aber der ich. Tut mir überhaupt nicht leid. Warum soll dir der leid tun? Eigentlich nicht, weil er macht ja irgendwie freiwillig damit. Ich weiß auch nicht so, was seine Mission da dahinter ist. Weißt du, wie mir der vorkommt? Wie Julienko, weißt du? Nee, Mimi, guck dir mal seine Videos, als er noch vernünftig Videos gemacht hat und nicht auf diesem Leichtigkeitstrip war, da mit dem Unge dran Hängsel da. Da hat er wirklich noch sehr, sehr gute Videos gemacht. Noch kreativ und so mit seiner Zeichenfigur. Und das war schon sehr, sehr gut. Und seit er das mal ganz hart gesagt, seit er sieht, wie bedingungslos einfaches eigentlich ginge. Macht sich die Arbeit nicht mehr, ne? Wenn man in so einer WG mit Unge ist, dann sieht man, wie einfach das geht. Tja, schade, Lumina. Aber wie gesagt, es gab 2 Stellungnahme-Videos, ne? Beide eine halbe Stunde lang, beide voller Rumgeheule und Halbwahrheiten. Kein vernünftiges Argument gebracht, mit dem er begründet, inwieweit es Aufwand ist, so ein Reaction-Video zu machen. Die Argumentation wie, ja, hätte man das Video zu Ende geguckt, dann hätte man gesehen, wie wir Eis gegessen haben und die Challenge selber mitgemacht. Das ist doch so alles Quatsch. Das ist richtig. Also, sagen wir so, er hat den Kampf schon von Anfang an verloren. Er hätte Gronkh auch ruhig an die Wand argumentieren können, aber... Ja, aber hat er nichts zum Wasser? Gibt nicht. Es gibt keine Grundlage. Na gut, er hätte halt sagen können, ja, ist so und ja, ist halt so mein Ding, fertig aus, stehe ich dazu, fertig. Da wäre eigentlich... noch am besten aus der Geschichte rausgekommen. Mhm. Dem hat er alles zugibt, ja, ist es, aber ich verdiene damit Geld und ich habe damit kein Problem. So ehrlich man, kann man sein, bin ich ja, der Meinung. Aber man sieht doch, dass Ehrlichkeit auf YouTube nicht erwünscht ist. Ich habe im Moment in meiner Betreuung einen Fall. Ich will da jetzt nicht hier drauf eingehen. Es geht um einen Livestreamer oder Livestreamer-Pärchen oder wie auch immer. Und da droht Ungemach gerade. Und mein Rat ist, und da könnt ihr mal zu sagen, und das ist auch auf Basis meiner langjährigen Erfahrung, immer noch der beste Rat, Fresse halten und fertig. Ja. Mein Rat ist hier auch, also da geht es dann wirklich um auch rechtsrelevante Anschuldigungen, die dann kommen werden. Da geht es auch wirklich um Rechtsbruch. Trotzdem ist mein Rat, also durch Dritte halt gegenüber den von mir betreuten Partnern, und mein Rat ist trotzdem, das niemals, 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 nie, in welcher Weise auch immer, verteidigend in die Öffentlichkeit zu tragen. Keine Stellungnahme, keine Reaction irgendeiner Art zu machen. Begründung? Nehmen wir mal an, ein YouTuber pisst mir ans Bein, macht ein Video über mich, ja? Ja, dann ist meine erste Reaktion, sollte man kaum glauben, ich versuche mit dem zu reden. Soll in der Vergangenheit schon mal vorgekommen sein. Wollen wir mal auszuräumen, woher kommt das und so weiter. Was wäre denn, wenn ich jetzt statt das zu tun, ein Reaktionsvideo drauf mache? Und dann, ne? Und dieser andere bringt halt teilweise stichhaltig, teilweise nicht. Das führt zu einer Wellen- und Kettenreaktion, die nicht aufhört. Und ich mache natürlich auch meine Zuschauer drauf aufmerksam, sondern nur nebenbei, ne? Ja. So, und wie seht ihr das? Also ich empfehle grundsätzlich immer, es tut mir leid, Schlucks runter, Fresse halten, weitermachen, keine Plattform bieten und so weiter. Ich glaube, das kann man auch ganz gut in ein normales Leben und Anführungszeichen übertragen.
Weil ich glaube, jeder, der jetzt irgendwie in einem Angestelltenverhältnis ist, hat auch schon mal die Idee oder hat auch schon mal irgendwie was, was er den Chef sagen wollte, was er gegen den Chef spricht, weißt du? Und da denkt man, oder wenn jetzt der Chef sagt, mach das so und so, und du denkst dir aber, nee, ich mach das so und so, geht schneller und besser und so weiter, aber du machst es trotzdem so, wie der Chef sagt, weil du sagst dich einfach, das heißt einfach, ich mach's einfach und fertig. Dann habe ich keine Diskussionen, habe ich keine Probleme, nix. Ist das so in die Richtung? Also ich weiß sehr gut, was du meinst, weil ich mit dem damals mit dem Betriebsleiter nie einig war und grundsätzlich dann das so, wie ich es gemacht habe, für richtig gehalten habe. Und in den letzten 5 Minuten, wenn er vorbeigekommen ist, dann wieder auf seine Weise und war trotzdem schneller fertig. So habe ich das halt dann. Nee, ja. Ich meine eher so, nehmen wir mal an, keine Ahnung, wir zwei werden halt jetzt Beef und du machst ein Video, wo du aufdeckst, was für hinter den Kulissen, was für ein Arsch ich bin und was ich so alles im Teamspeak vor mir gebe. Ja. So, da gibt es 2 Möglichkeiten für mich. Ich kann dazu ein Video machen, sagen hier, pass mal auf. Der Werner hat gerade, weiß ich nicht, gegen ein paar Paragraphen verstoßen, weil er darf gar nicht sagen, was wir privat besprechen und sowas. Und der ist sowieso ein Juan, weil damals, als er viel kleiner war, da mich ein. Weißt du, so diese ganze. Ja, ja. So, könnt ihr alles Schmutzwäsche waschen, ja? Die Fresse halten. Und es mit dir persönlich klären. Ja, da geht's mir drum. Kann man das grundsätzlich so sagen, dass das immer besser ist? Weil eben, das klang eben so, als wenn du da sofort drauf, ja, drauf angesprungen wärst. Auf dem, als ich sagte. Ich glaube auf alle Fälle, dass drüber sprechen, in verschlossenen Räumen, sagen wir es mal so, immer besser ist, als wie jetzt Argumente zu finden und irgendwie dagegen zu bashen. Ja. Das finde ich schon. Jo. Kommt auf den Schwierigkeitsgrad immer drauf an. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist ein bisschen themenabhängig, aber im Zweifel würde ich schon sagen, darüber reden. Es ist halt vergleichbar auch mit ich kenne es nur von der Geschäftswelt. Ein Kunde zahlt nicht. Ich habe 2 Möglichkeiten. Dann war es wieder. Ne? Rufe ich ihn an, frage, was los ist, oder schicke ich eine Mahnung aus? Und was machst du? Ich rufe ihn an und frag, was los ist. Ja, so, dann sagt er zu mir, er hat die Rechnung nicht bekommen, ist auf dem Postweg verloren gegangen. Zufällig natürlich. So, weißt du, dann ist das Thema in 2 Minuten erledigt, jeder ist glücklich und fertig. Schicke ich ihm eine Mahnung, dann ruft er mich an und sagt, hey, bist du doof, ich habe nicht meine Rechnung, was soll die Scheiße? Weißt du, so auf die Art. Es gibt immer mehrere Wege, wie man es lösen kann. Bei mir wäre jetzt noch halt der Punkt, und das, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist halt diese Öffentlichkeits- Geschichte. Man will nicht, dass so eine negative Sache über einen in der Öffentlichkeit ist und meint, das kriegt man damit gelöst, so wie Unge jetzt, um den Bogen wieder zu schließen, indem man darauf reagiert. So, wäre in meiner Beratung, hätte ich immer ganz dringend geraten, die Fresse zu halten. Das einfach mal hinzunehmen oder zu sagen, yo, Gong hat recht, in gewisser Weise ist das sehr billiger Content, ich habe auch ein paar coole neue Ideen, was ich in Zukunft mache. Da wäre ja ganz anders aus der Sache rausgekommen, als diese Verteidigungshaltung einzunehmen, zu sagen, ja, aber. Ja, ist ich so glaube, da kann man nur verlieren. Das ist so. Frage ist, ob sich ein Unge oder vielleicht auch ein Gronkh, ist jetzt auch egal, ob sich der sowas sagen lässt. Oder ob er nicht einfach sagt, hier, ich habe hier 1 Million Abonnenten und so weiter und so fort, ich mache das, was ich möchte. Ja, ich kann dir ja nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das YouTubern sehr wichtig ist, weil sie selber merken mit der Zeit, einige brauchen dafür gerne mal ein bisschen, dass sie nicht selbst reflektieren können mehr. Wenn du so groß wirst, ja, dann hast du ja immer nur diese Reflektionsfläche der YouTube-Kommentare und dass du auf Twitter angebieft wirst, ja. Das ist deine einzige Feedbackfläche. Und wenn dann jemand daherkommt, der dir wirklich mal ganz argumentativ sagt, so pass mal auf, darum ist das Bullshit, was du jetzt gerade vorhast. Das funktioniert, das glaub mir mal. Okay. Aber dann hat er einfach schlechtes Management oder so, weiß ich nicht. Ja, mag sein. Das werden wir nicht rausfinden. Aber dafür ist es heute auch schon wieder zu spät. Genau, wir sind zu alt geworden heute. Deswegen, interessantes Thema auf jeden Fall. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wenn ihr jetzt, stellt euch mal vor, ihr werdet YouTuber und jemand pinkelt euch ans Bein und ihr wüsstet, ja, ein Teil von dem Pipi ist halt gerechtfertigt, aber ein Teil auch nicht. Wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr ein Video machen, euch versuchen zu rechtfertigen oder versteht ihr vielleicht auch meinen Standpunkt, dass man sagt, halt doch einfach mal die Klappe, schluck's runter und fertig. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Tschüss.